Ja, jetzt ist Folgendes, dass es ja um das erstmal geht, dass wir möglichst viel Farbe oder überall Farbe auf dem Malgrund haben. Und da sieht es ja noch ein bisschen schlecht aus hier. Das heißt, ich mache jetzt einfach da oben die Bäume, die mache ich rein, aber einfach nur ganz grob. Und dann den Himmel und leg dann diese anderen Dinge hier, das Ufer und das Wasser, nur ganz grob an, sodass halt überall jetzt dann Farbe drauf ist. Also ob die Fassade da hinten dann rosa wird oder grün oder was weiß ich, das ist jetzt noch gar nicht das Thema. Ja? Auch nicht die Genauigkeit, das ist noch überhaupt nicht Thema. Jetzt muss erstmal Farbe überall auf dem Malgrund sein. Gut. Also, ich mache jetzt hier den Himmel ganz grob. Also, es wäre nicht gut, wenn man versucht, irgendwelche Verläufe da rein zu machen, weil der Himmel, der ist einfach relativ grob. Blau, und auch wenn er vielleicht nicht so wäre, würde es mir so am besten gefallen, und man macht das dann eigentlich immer so, wie es einem am besten gefällt. Also nicht, wie es jetzt unbedingt tatsächlich auf der Vorlage ist. Das ist nicht so wichtig. Das ist die sogenannte künstlerische Freiheit, dass man da einfach sagt, na, ich mach so, wie es mir passt. So kann man dann schon mal den, das Dach richtig machen. Da stimmt es natürlich nicht, aber das macht nichts, das kommt dann nachträglich rein. Hier passt es schon mal so. Und das mit dem Baum, den kann man im Prinzip schon so lassen. Der wird dann noch partiell heller. Beziehungsweise das kann man auch schon machen, dass er ein bisschen den Hintergrund, also den Himmel durchscheinen lässt. Und das übermalen wir dann wieder etwas mit Dunkel. Aber so würde es jetzt schon mal passen, jetzt vom Himmel her. Ich habe hier die, den Malgrund etwas befreit von dieser Staffelei da oben und komme jetzt besser an die Enden, also an die Kante vom Malgrund. So, das wäre jetzt schon mal okay. Jetzt mache ich hier weiter mit dem Grün hier. Innen, also diese Sachen da, diese Bäume, ja, die kommen jetzt rein. So, jetzt habe ich also hier grün eingefügt, hier überall. Und hier überall, dann habe ich da noch etwas grüner gemacht, den Baum da hinten, und hier noch etwas grün eingefügt. Das wird aber noch dunkler, das wird bestimmt noch dunkler. Und jetzt kommt erstmal dann dieser untere Teil hier. Also wenn man sich da das so anschaut, dann ist hier ziemlich Sienna gebrannt, denke ich mal. Verwendet man hier. Und dann hier noch ein bisschen bläuliches Braun, ja, für diese Sache. Und dann haben wir hier noch ein Grün und dann geht es schon los mit dem Wasser. Das Boot, das mache ich relativ am Schluss, füge ich das dann ein. Also ich gehe einfach her und mache hier diese Kaimauer, indem dass ich da Umbra gebrannt und ein bisschen Sienna gebrannt mit Weiß mische und vielleicht auch ein bisschen Orange noch verwende für
den Teil hier, da gehe ich einfach her und gehe mit dem Pinsel relativ flach drüber, sodass die Farbe etwas abreißt. Das ist dann nie schlecht und ich kann auch schon mal hier im Wasser etwas von der Farbe mit reinbringen. Ja. Okay, und das kann man hier auch machen. So, und da der untere Teil, der ist ja ein bisschen dunkler hier. Das macht man dann eben noch mit dem Blau, preußisch Blau, ein bisschen mit Braun gemischt. Und wichtig ist, dass man keine regelmäßigen Striche macht, sondern einfach so ein bisschen zufällig die Farbe aufbringt. Und auch immer den Pinsel möglichst flach halten, sodass es nach, dass Strukturen kommen, Strukturen reinkommen. So, da kann ich auch noch ein bisschen mit hellerem Braun drüber hier. Einfach so, ja. So in der Richtung. Und das kann man dann noch alles besser betonen am Ende. Jetzt kommt es nur darauf an, dass man jetzt erstmal hier die Farbe reinbringt. So, das war mal das und dann können wir mit dem Wasser weitermachen. So, ich habe jetzt hier schon ein bisschen Grün noch reingebracht und jetzt kommen hier diese dunklen Stellen am Ufer, wo sich die Dächer quasi spiegeln. Das kommt jetzt hier einfach so rein, indem man halt so einfach Farbe quer zieht. Also Wasser wird im Prinzip immer quer gemacht. Ja. Kann man auch senkrecht mal machen, aber da muss man halt wieder quer drüber gehen. Aber so geht man erstmal hier her und versucht mal so etwas. Bisschen abreißen lassen, das heißt den Pinsel relativ flach nehmen. Kann auch, man kann es auch so machen, dass jetzt hier der Hintergrund, das ist ja Acryl, dass der zum Beispiel auch rein, also rausschaut. Das macht gar nichts, das kann man gut machen. Und jetzt kommen dann im Prinzip diese Senkrechten hier und natürlich das Rot von dem Haus und das Weiß von den Wänden, das kommt jetzt dann. Und das wird dann, ja, das ist dann die Frage, wie man es macht. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Also ich mache das so, dass ich jetzt hierher gehe und sage, aha, da ist der Kamin. Der Kamin, der muss sich hier im Prinzip spiegeln. Dann gehe ich halt her, jetzt habe ich gerade gesagt, dass man Wasser waagrecht macht und jetzt mache ich es plötzlich senkrecht. Aber das ist nur die Spiegelung, die ich da so mache. Und das geht dann auch wieder alles, wird das dann auch wieder alles waagrecht verarbeitet. Gut, jetzt mache ich halt einfach mal diese Spiegelungen der weißen Wände rein. Hier, also die jetzt so richtig signifikant sind, wie man da so richtig sieht. Genau. Also bloß nicht anfangen und hier kleine Wellen machen und so, da ist man dann verloren. Das sollte man nicht machen. Da hinten mache ich glaube ich noch ein rosa Haus hin, also mache ich hier auch etwas rosa Spiegelung rein. Und dann kommt ja noch das Rote und da kann man tatsächlich hergehen und so ganz grob. Und es ist ja auch so, dass das vorne etwas dunkler ist zum Teil. Also mache ich auch hier eine dunklere Geschichte rein. So.
So, das durchgehend hier und so, das war mal das. So macht man das im Prinzip. Bob Ross macht es genauso, der zieht es halt dann immer runter von seinen Sachen, die da am Wasser stehen. Oder, ja, da zieht es halt so runter, aber ich kann das jetzt genau so machen. Ich kann es ja nicht runterziehen, weil ich hier den dunklen Bereich da noch habe. So, jetzt sieht man ja, dass hier überall so dunkle Striche runtergehen. Ich habe jetzt nur die hellen gemacht im Prinzip und jetzt muss ich die dunklen noch einfügen hier. Das machen wir jetzt auch einfach. Habe ich wieder den hellen Pinsel versaut. Ich mache es jetzt gerade hier mit dem Pinsel, den ich eigentlich fürs Helle habe, aber so ist es oft. Ja, versaut man es wieder. Macht aber nichts, ist gleich geputzt. Dann macht man so, gehe ich jetzt auch wieder so durch hier. Und ich kann dann das auch so ganz willkürlich machen. Muss man da nicht so sich die einzelnen Wellen auf der Vorlage anschauen. Wie gesagt, das wäre ganz falsch. Gehe einfach her und mache hier ein bisschen. Und durch das, dass man hier die Farben nimmt, die am Ufer zu sehen sind, ist das für das Hören sofort klar. Aha, Spiegelung. Da ist noch ein bisschen, kann ich natürlich auch täuschen. Und dann gehe ich her und mache noch irgendwelche Sachen, die, wo ich meine, das könnte auch noch passen, mache ich dann einfach so noch rein. So, und jetzt kommt die Wasserillusion quasi, indem dass ich hergehe und hier dann zum Beispiel einfach so, ne, so reingehe, bisschen, also immer ein bisschen waagrecht hier antäusche und das einfach ein bisschen verschiebt das Ganze, die ganzen Farben, die ich da so habe, die werden dann ein bisschen umhergeschoben vom Pinsel. Das ist genau das, was ich eigentlich will. Und da ist es von der Vorlage her ein bisschen stärker weiß. Das sieht man da, und das geht jetzt da um diesen Bereich. Ja, ein bisschen stärker hier. Kann ich aber auch so machen. Dass man hier. Und ja, nicht hergehen und Wellen malen. Es gibt ja keine Wellen. Es ist ein bisschen gekräuselt, das Wasser. Das deutet man ja an, indem man hier so ein bisschen hier so reingeht und so, ja. Und natürlich kann ich dann irgendwie so mal machen, so ganz sachte rüberstreichen, so den Ball, sage ich schon, Pinsel ganz flach halten und so gehe ich dann da auch nochmal durch. So. Also es kommt nicht darauf an, dass man jetzt hier jede Welle tatsächlich erwischt hat, die man auf der Vorlage sieht, sondern dass es den Eindruck macht, es hätte hier mit Wasser zu tun. Ja. Also das ist jetzt schon nicht so schlecht und man kann das dann noch, man hat einen langen Pinsel. Und dann kann man da noch von der Ferne ein bisschen gucken, ob man da noch mehr Ähnlichkeit mit der Vorlage vielleicht macht, wenn es einem zu regelmäßig ist. Es soll nicht regelmäßig sein, diese Wasseroberfläche. Dann ist sie langweilig und das stimmt dann auch nicht. Also.
Regelmäßigkeiten immer ausschalten. Und da kann man jetzt noch auch irgendwie schauen, ob man auf der Palette noch andere Farben hat, die dazu passen würden. Ich habe jetzt hier noch so ein Ocker, leicht Ocker, könnte man hier noch einfügen, beziehungsweise hier. So, und das ist aber noch ein bisschen zu dunkel hier alles, weil da sind die dicken weißen Häuser. Also geht man her und geht noch mit Weiß ordentlich drüber. Lässt immer ein bisschen Abstand vielleicht, damit es nicht so richtig nur so durchgezogen ist. Ja, ist ja nur die Illusion immer. Die sollte halt so einigermaßen funktionieren. So, hier sieht schon ganz wässrig aus. Und wenn das jetzt noch nicht funktioniert so richtig, dann kann man das ja später noch ändern. So, jetzt haben wir auf alle Fälle das komplette Bild mit Farbe. Also, ich bin jetzt das Ganze nochmal mit der Spachtel einfach so etwas runtergegangen. Das ist nie schlecht, weil es dann die Farbaufträge nochmal etwas verschiebt. Und dann habe ich hier noch etwas Orange reingebracht, weil wir eben hier Orange haben. Ja. Also es ist wichtig, dass hier diese Spiegelungen dann tatsächlich immer hier dann zu sehen sind, weil das halt die Illusion dann deutlich verstärkt. Ja. Und ja, jetzt sieht das hier schon gar nicht so übel aus mit dem Wasser. Allerdings habe ich jetzt gerade gesehen, dass man hier, da muss man dann auch immer so die dunklen Stellen wirklich, die darf man nicht vernachlässigen. Auch schon mal deshalb, weil hier an der Stelle da oben, da sieht man so ein bisschen so eine Art Wasser durchscheinen. Und das ist so ähnlich wie hier, ja, wie dieser Bereich. Und ist aber sogar noch ein bisschen besser, weil es ein bisschen mehr Struktur hat. Also, und dann hier eben diese Dunkelheiten, die darf man nicht übersehen, weil gerade eben die Dunkelheiten eben auch dann immer die Wasserillusion ganz gut unterstreicht. Und hier habe ich etwas dunkler, so halt. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt ein bisschen komisch hier von der Form. Aber auch nicht so schlecht. Dann lassen wir das da so. Das war es hier. Okay. Und dann haben wir hier ziemlich dunkel. Das sollte man aber nicht so einfach so hergehen und so wie ich es jetzt gerade mache. Natürlich erstmal schon, aber dann muss man wieder mit dem hellen Pinsel durchgehen. Dann macht es jetzt hier ebenfalls so, dass ich hier überall noch etwas dunkel reinmache. Hier ebenfalls, ja. Und da gehe ich dann aber nochmal mit dem hellen Pinsel etwas durch und dann sieht das besser aus. Weil so sieht das jetzt noch nicht so gut aus. Okay, das hier ebenfalls und auf der rechten Seite, da mache ich nicht allzu viel in der Richtung. Ich lasse das hier so, so, geht dann ein bisschen flach drüber, so, ja, jetzt haben wir das ordentlich dunkel hier, hier auch nochmal so und dann gehen wir aber nochmal mit dem hellen Pinsel drüber. Und zwar nicht
ganz hell, sondern vielleicht ein bisschen bläulich. Ich mache da ein bisschen Blau auf den Pinsel und das streicht einfach um. Das jetzt, eigentlich soll es dann kein richtiges Blau sein, sondern eher so ein Grau. Da mache ich noch ein bisschen Braun mit rein. So, so noch ein Braun. Und hier wird das dann Grau. Und mit diesem Grau, da gehe ich dann nochmal überall so ein bisschen drüber und locker diese dunklen Striche im Prinzip dann nochmal auf. Gehe da so durch. Ja. Okay, das mache ich jetzt dann überall. So, jetzt gehe ich hier aber nochmal mit dem Weiß ganz flach drüber. So, überall so ein bisschen flach drüber, weil das in der Vorlage einfach natürlich diese Hauswand da deutlich spiegelt. Und das muss man schon hier reinbringen, aber ganz flach und ganz wenig Druck, ganz wenig Druck. Macht Bob Ross auch immer, sagt immer, no pressure, no pressure. So ist es, ja. So, und dann auch ein bisschen rein wieder unterschiedlich, so, dass es nicht so gleichmäßig ist hier. So. Fertig. Und da kann man das auch noch machen. Das ist dann letztendlich Geschmackssache, wie ich das mache. Kann man jetzt so keine hundertprozentigen Tipps geben. Das muss man wissen oder merken oder einfach so, wie es einem halt am besten gefällt. So drüber. Sorry. Also ich male tatsächlich nicht die einzelnen kleinen Wellen, sondern ich versuche das mit dem drübergleiten lassen des Pinsels so zu erzeugen. Und wie gesagt, wenn einem das noch nicht so reicht oder wenn es einem zu viel ist, dann muss man halt wieder korrigieren mit der dunkleren Farbe. Immer waagrecht jetzt hier die Geschichten darstellen. So, man muss auch immer wieder weggehen von der vom Malgrund. Deswegen hat man ja die Stoffleiter, damit man da immer wieder weggehen kann, sich das nochmal anschauen kann. Und dann merkt man vielleicht, hoppla, das ist jetzt vielleicht doch noch nicht so optimal. Vielleicht muss ich doch noch hier ein bisschen was einbauen. So einfach, je nachdem, wie es halt, wie es einem gerade gefällt und wie man meint, so wäre es jetzt besser. Wichtig ist, sagen wir es mal so, dass keine Regelmäßigkeiten am Wasser zu sehen sind, dann wird das realistisch. Also je chaotischer das ausschaut, umso realistischer ist es dann letztendlich. Ja. Chaos, wichtig. Und das Chaos kann man da hinten auch noch ein bisschen unterstreichen. So, also so würde ich es jetzt erstmal lassen und dann sehen wir weiter. Wenn einem das rote Haus vielleicht noch zu wenig spiegelt, dann muss man halt einfach hergehen und dann macht man hier noch rein, kann jederzeit wieder korrigieren, wenn ich will.
Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das so macht. So, dann würde ich es erstmal hier wassermäßig sein lassen. So, ich will es nicht unterschlagen. Ich bin jetzt hier nochmal mit der Spachtel mit Weiß, habe mir also ein bisschen Weiß auf die Spachtel hier gemacht und bin dann so, zeige es nochmal so, ein bisschen so drüber, ja, immer so ein bisschen angedeutet, ein bisschen auf Weiß reingeschoben hier. Und so bin ich das Ganze noch ein bisschen durchgegangen. Und das ist jetzt aber, wie gesagt, bestimmt noch nicht ganz zu Ende. Aber es ist jetzt schon mal nicht schlecht. So.